Ja, hallo, mein Kirchhain und alle anderen Interessierten. Mein Name ist Frank Wagner und ich bin heute an der Grundschule Kirchhain und bei mir ist der Mario Michel. Ja, super. Du bist hier Schulleiter an der Grundschule Kirchhain und erstmal vorneweg gefragt, wie sah so dein Werdegang aus, bis du hierher gekommen bist? Also ich komme gebürtig aus Gladenbach. Mhm. Ich bin also für die Kirchhainer aus dem Hinterland. Ja. Bin da 13 Jahre zur Schule gegangen, habe Abitur da gemacht, habe später mein Referendariat da gemacht. Und dann hat mich der Lehrerberuf nach den Stationen Gladenbach, einer vierjährigen Aufenthalt in Münchhausen, hier 2010 nach Kirchhain verschlagen. 2010 wurde hier die Stelle des Konrektors neu ausgeschrieben. Es wurde eine Nachfolger. Also stellvertretende Stellvertreter, genau. Es wurde Nachfolger, Nachfolgerin von der Frau Renate Albers gesucht und ich habe mich darauf beworben. Bin dann das letzten Endes in einem Auswahlverfahren gegenüber drei anderen Konkurrentinnen genommen worden und habe die Stelle hier zum 1.8.2010 angetreten. Bin dann mit Frau Biebricher-Maus 5 Jahre zusammengearbeitet. Habe nach den 5 Jahren überlegt, okay, wie soll dein beruflicher Werdegang weiter sein? Es war da schon klar, dass ich irgendwann Richtung Schulleitung möchte, zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Und habe mich dann dazu entschlossen, Richtung Gladenbach-Weidenhausen, also zurück zu meinen Wurzeln zu gehen, dort ebenfalls eine Stellvertreterstelle anzunehmen an einer Schule mit Förderstufe und wollte da eigentlich nochmal Erfahrungen sammeln. Und wie das manchmal so ist, kam dann doch nochmal das Schulamt auf mich zu, hat gefragt, ob ich nicht doch die Schulleiterposition von der Frau Biebricher-Maus hier übernehmen möchte, weil ich eben die Jahre zuvor mit ihr diese Schule hier weiterentwickelt habe und letztlich so ein bisschen auch die Abläufe kannte. Und so bin ich letztlich wieder in Kirchhain gelandet. Ja, das heißt, du bist seit wie vielen Jahren jetzt insgesamt Lehrer, für alle, die es nicht selbst noch nachrechnen wollen? Also Lehrertätigkeit übe ich jetzt aus seit 2006. Also ich gehe jetzt in mein 12. Jahr mit davor ganz obligatorisch einem Referendariat und das davor geschaltete Studium. Was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt erst vor allem auch, ich sag mal, den für den männlichen Teil der Gesellschaft eher ungewöhnlichen Beruf des Grundschullehrers zu ergreifen? Nachdem man dann Abitur hat, das werden viele mit Sicherheit nachvollziehen können, gibt es immer die, die nicht genau wissen, was sie machen sollen. Dann studiert man was, damit man irgendwie beschäftigt ist. Und während dieser Zeit fällt einem dann auf, okay, das sind meine Interessen da. Da habe ich doch Vorlieben und da kam einfach raus, okay, ich interessiere mich für die Arbeit mit Kindern, ich interessiere mich für psychologische Dinge und da habe ich das beides in einen Topf geworfen und habe gesagt, so, jetzt mache ich Grundschullehrer und habe dann angefangen zu studieren, bin ins Referendariat gegangen und bin jetzt Lehrer. Ja, und hat sich für dich auch irgendwann mal die Möglichkeit oder der Gedanke ergeben, das machen ja manche Grundschullehrer auch, dann in der Mittelstufe zu unterrichten und dann quasi eine Gehaltsklasse aufzusteigen? Ich meine, du bist jetzt schon eine Gehaltsklasse höher wahrscheinlich als Schulleiter, aber hat sich der Gedanke mal bei dir irgendwann ergeben? Also dazu muss man sagen, dass das Studium sich ein Stück weit geändert hat. Mhm. Zu meiner Zeit gab es wirklich noch ein Fach, das ist bis zur 10 studiert worden, sodass ich auf einer Realschule unterrichten darf in meinem Fach Mathematik. Mittlerweile ist das nicht mehr so, da dürfen alle die Fächer nur noch bis zur Klasse 6 unterrichten. Von daher war das schon immer mal eine Überlegung, vielleicht an eine große Gesamtschule mit Grundschule, weiterführender Schule zu gehen, um auch die Erfahrung nochmal machen zu können und dort in den Bereichen arbeiten zu können, aber nicht wegen der Besoldung, also nicht wegen der Gehaltsstufe, sondern weil es auch nochmal interessant ist. Und letztlich die Gehaltsstufe, du hast es schon richtig gesagt, die habe ich mir so geholt, jetzt mit dem Einstieg in eine Schulleiterstelle und weil das nun mal leider im Grundschulbereich die einzige Möglichkeit ist, da eine Treppenstufe auf der Leiter hochzugehen. Was gehört denn für dich so zu den schönsten Momenten oder Erlebnissen auch täglichen in deiner Arbeit? Also die schönsten Erlebnisse sind im Prinzip das Feedback von all den Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Da geht es das Feedback von meinem Hausmeister, Feedback von der Sekretärin. Wenn die Kinder morgens mich sehen und mich begrüßen und das ist hier teilweise schon so, dass wenn ich morgens
über den Flur oder über den Hof gehe, dass ich 50 Mal Guten Morgen, Herr Michel, höre. Und ich freue mich aber über jedes Einzelne und jeder Einzelne kriegt auch sein Hallo zurück. Aber diese lachenden Gesichter, das sind einfach schöne, schöne Dinge. Ja, wir haben es ja eben gerade auch schon in der Vorbereitung erlebt. Ja. Zum Glück ist es jetzt etwas ruhiger geworden, genau. Sonst hätte das auch ein bisschen Probleme mit dem Ton gegeben. Aber ja, du scheinst ja recht beliebt zu sein bei den Kids. Also beliebt ist man bei den Kids immer schnell und man ist auch immer schnell unbeliebt. Das, was ich merke, ist, dass die Kinder hier doch teil oder zum größten Teils auch noch ein bisschen den Respekt vor dem Schulleiter haben. Mhm. Es macht es mir einfacher, dass ich schon 5 Jahre hier bin. Also ich bin schon bekannt und von daher, ich freue mich da eigentlich immer wieder drüber, dieses Feedback zu bekommen. Ein anderes Feedback, was für mich eigentlich auch mitentscheidend ist, ist immer das Feedback der Eltern. Mhm. Letztes Jahr hat mir eine Oma nach der Einschulungsfeier gesagt, nach der Einschulungsfeier weiß ich, dass mein Enkelchen an die richtige Schule geht und das ist das, was mich freut. Weil letzten Endes bin ich vielleicht das Gesicht, aber ich repräsentiere ja hier ganz, ganz viele Personen. Ja. Ein großes Kollegium, viele Landkreisbedienstete und das Feedback zeigt einfach, dass wir hier insgesamt eine gute Arbeit machen. Wie viele Lehrer und Schüler seid ihr hier an der Schule? Also wir sind jetzt knapp durch die Intensivklassen, also die Flüchtlingskinder plus die Vorlaufkurskinder, die hier regelmäßig aus den Kindergärten gebracht werden, bewegen wir uns knapp um die 400. Mhm. Lehrkräfte haben wir momentan 30, wovon noch 4 Förderschullehrkräfte sind. Also man sieht, wir sind... Ich behaupte immer, wir haben hier die größte Grundschule im Schulamtsbezirk Marburg-Biedenkopf und muss aber dann immer den Zusatz geben mit einem Standort, weil unsere Stadt Allendorfer Schule ist größer und die haben mehr Schüler, aber die sind auch aufgeteilt auf 2 Standorte. Jetzt hat mich das Auto gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr im Ton stört. Du hattest eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, als wir mal über die Schule gelaufen sind, haben uns das Gelände angeschaut, dass ihr schon relativ an eure Kapazitätsgrenze gestoßen seid, relativ stark. Also die 400 Schüler werden dann beschult in insgesamt 16 Regelklassen, eine Vorklasse sind wir bei 17, 2 Intensivklassen sind wir bei 19 Klassen. Das bedeutet, ich brauche auch immer 19 Klassenräume. Dazu kommen Vorlaufkurse, dazu kommen Fachräume. Also wir sind raumtechnisch jetzt so an dem Limit, dass ich sagen kann, also eine einzige Klasse können wir in irgendeiner Art und Weise noch auffangen, aber dann wird es schon ganz schwer. Und wir merken das jetzt schon, wenn in irgendwelchen Bereichen bei dem Fach Musik 2 Musikstunden nebeneinander liegen, dass die Klassen multifunktional benutzt werden müssen. Was passiert denn, wenn ihr eure Kapazitätsgrenze überschreiten würdet? Dann muss man hier mit dem Landkreis drüber gucken und man muss schauen, gibt es hier Möglichkeiten anzubauen, neu zu bauen, aufzustocken? Wie kann man noch das Gelände so in irgendeiner Art und Weise anbauen, dass man hier noch mehr Möglichkeiten hat? Aber das ist ja dann auch eine Sache, die von langer Hand geplant werden muss. Ja, das heißt... Also gibt es, auch mal so gefragt, gibt es auch den Fall, dass ihr, oder könnte es den Fall geben, dass ihr dann tatsächlich sagen müsst, tut mir leid, für dieses Jahr ist unsere Grundschule voll, sie müssen ihr Kind woanders hinschicken? Nein. Also man kriegt als Schule kriegen wir jedes Jahr einen Schulentwicklungsplan und in dem Entwicklungsplan sind eigentlich, die sind immer auf 5 Jahre voraus, weil man ja anhand der Anmelden bei den Neugeburten sagen kann, okay, so und so viele Kinder kommen in den Jahrgängen. Das ist immer ein bisschen abweichend, weil man immer Zuzüge und Wegzüge hat, aber von der groben Anzahl her kann man sich danach richten und danach überschreiten wir dieses Limit nicht. Ja, das heißt also, solange sich jetzt nicht plötzlich Tausende von Eltern entschließen, spontan nach Kirchheim zu ziehen, habt ihr damit keine Probleme. Genau. Und könnt da entsprechend vorausplanen. Richtig, vollkommen richtig. Okay, Lehrkräfte hattest du angesprochen, 30 Stück habt ihr. Da wollte ich gerade noch was zu fragen, aber jetzt fällt es mir nicht ein. Also das, was interessant ist im Grundschulbereich, also wir sind davon 3 Männer, also wir haben im Prinzip eine 10-prozentige Quote, die eigentlich schon ganz gut ist. Es gibt Grundschulen, die haben nur Frauen.
Na gut, kann ja auch mal andersrum laufen. Es gibt ja auch viele Berufe, wo die Männer deutlich dominieren. Das Problem ist, dass heutzutage aus meiner Sicht die Kinder auch immer mal männliche Lehrer brauchen. Das ist einfach so, so diese typischen Jungs, da ist nicht verkehrt, wenn man ein Mann ist. Ja. Das Kollegium ist relativ jung. Ich habe jetzt innerhalb den letzten anderthalb Jahren, also derjenige, der das Video jetzt oder das Interview guckt und sich in der Grundschule Kirchheim auskennt, der weiß, dass ich in den letzten anderthalb Jahren mittlerweile 9 Schwangerschaften an dieser Schule hatte, okay, wo ich dann immer wieder gucken muss, wen kriege ich dafür neu, kommt der wann, kommt derjenige zurück. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, ein junges Kollegium bringt immer eine Eigendynamik mit, bringt immer neue Ideen mit. Auch die jetzt neu an unsere Schule versetzt worden, sind gleich ins kalte Wasser gesprungen und haben hier mit angepackt. Von daher bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden. Thema Unterrichtsgarantie Plus, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig genannt. Gibt es die auch an der Grundschule? Ja, also oder erstmal gesagt, was ist das? Also erstens, man nennt es nicht mehr so, man nennt es mittlerweile verlässliche Schule. Okay. Die ist hier an unserer Grundschule noch wichtiger wie an den weiterführenden Schulen und es, das bedeutet, dass wir garantieren müssen, dass die Kinder keinen Stundenausfall haben. Wir müssen also gucken, wenn Lehrkräfte krank sind auf Fortbildungen, kann ich das mit Freistunden von anderen Lehrkräften füllen, was aber meistens nicht möglich ist, wenn jemand bei uns im Grundschullehramt eine volle Stelle hat, hat er 28,5 Stunden. Mhm. Man kann sich ausrechnen, im Grundschulbereich gibt eine Woche 30 Stunden her, also ein Grundschullehrer hat fast jede Stunde. Ja. Also haben wir einen Pool, wo Vertretungslehrkräfte drin sind, die setzt sich zusammen aus Sozialpädagogen, aus Studenten, aus Müttern, also ganz große Bandbreite, die wir dann morgens oder Tage vorher anrufen können und die bestellen und dann wird mit denen kurzfristige Verträge eingegangen. Du bist aber als Schulleiter wahrscheinlich etwas länger hier an der Schule. Jetzt zeitlich gesehen? Ja, stundenmäßig. Ja, also mein Arbeitstag beginnt morgens hier um 6:30. Ich genieße die Ruhe. Ich habe eine Dreiviertelstunde, bevor die ersten Kollegen, Kolleginnen kommen. Ich sage immer, das ist die Zeit, in der ich fast am meisten schaffe, weil wenn man dann den Tag über im Büro sitzt, es gibt immer irgendjemanden, der noch mal was braucht, den man unterstützen muss. Es sind immer Kinder, die noch mal was von einem wollen. Dann habe ich parallel auch noch 10 Stunden Unterricht zu leisten. Also ich habe 2 Klassen in Mathe, eine dritte und eine vierte Klasse. Und dann teile ich mir das so ein, nachmittags, ich habe kein offizielles Ende. Also es gibt Abende, da komme ich um 6 hier raus. Aber ich nehme mir auch manchmal das Recht, wenn ich meine Tochter sehen möchte, dass ich um 2 nach Hause fahre. Mhm. Also das Entscheidende ist, dass am Ende vom Tag die Arbeit gemacht ist, die gemacht werden muss. Und das gucke ich mir möglichst flexibel einzuteilen. Jetzt haben wir eben gerade über die Akzeptanz der Schüler für dich gesprochen. Und auch, da hat es ja eben gerade schon geschildert, wie ein Elternteil oder eine Großmutter meinte, wie sie zu dir steht und dass sie ihr Kind hier gut aufgehoben fühlt. Jetzt bist du ja optisch, um es mal so zu sagen, eher ein ungewöhnlicher Schulleiter, gerade mit den Tätowierungen. Wie ist das denn so angekommen, sowohl bei den Eltern als auch bei den Schülern? Also ich fange mit dem Einfachen an. Die Schüler finden das toll. Die Schüler fragen, kann ich das wegwischen? Machst du das heute Abend wieder weg in der Dusche oder in der Badewanne? Und die wollen dann auch mal drüber streicheln und mal gucken, ist das wirklich feste da drin oder... wenn ich da jetzt drüber mache, habe ich dann bunte Hände. Ganz interessant ist der Jahrgang, den ich als letztes Jahr als Klassenlehrer hatte. Die konnten so diesen Werdegang verfolgen. Die haben die Tattoos immer Stück für Stück dann mitgekriegt. Und wenn ich die heute dann noch treffe, dann werde ich gefragt, und gibt es ein neues Tattoo? Ganz offen. Ganz offen und auch überhaupt nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass das jetzt ablehnend ist. Gleiches gilt in letzter Konsequenz von den Eltern. Das ist wie bei allem. Ich kriege das, wenn dann natürlich auch nicht ins Gesicht gesagt. Es wird mit Sicherheit welche geben, die sich denken, naja, das muss nicht sein. Auf der anderen Seite, in der heutigen Zeit, glaube ich, kann ich auch dafür ein Beispiel abgeben, dass nicht jeder Tätowierer ein Verbrecher ist, ja, oder einer Motorradgang angehört, sondern dass, selbst wenn man tätowiert ist, glaube ich auch, ein normaler Mensch ist und ich
vielleicht mache ich auch damit ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ja? Kann auch gut sein. Auf jeden Fall war das was, wo ich auch gegenüber allen Beteiligten im Voraus gesagt habe, dass ich mir das nicht nehmen lasse. Also dann hätte ich auch gesagt, okay, dann mache ich das nicht. Also ja. Wenn das eine Voraussetzung gewesen wäre, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Gut, aber ich meine, wir leben ja heutzutage in einer sehr aufgeklärten Zeit, wo allein schon durch die Popkultur das Verständnis, sage ich mal, für tätowierte Menschen deutlich gestiegen ist. Also mir ist es fast mittlerweile schon so, dass mir zu viele Tätowierte rumlaufen. Es ist fast, ja, weil das ist überhaupt nicht mehr so, dass das dieser besondere Charakter, den man selbst da drin sieht, der ist gar nicht mehr so gegeben. Aber das gab es jetzt bei dir nicht so direkt hier in Kirchhain, dass jemand gesagt hat, also das geht ja gar nicht. Nein. Schulleiter mit Tätowierung, Nein. Also da schicke ich mein Kind nicht hin. Nein. Oder sowas. Nein, das kam auf keinen Fall. Es ist schon interessant, dass gerade bei älteren Semestern man dann doch die Blicke deuten kann. Also es wird erstmal links runter geguckt und dann wird rechts runter geguckt. Dann sieht man so das Stirnrunzeln. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn sie sich 5 Minuten mit mir unterhalten haben, sind sämtliche Vorurteile dahin. Dann bleiben wir doch mal, weil das ist ja eigentlich Hobby, muss man sozusagen. Ja. Passen deine Hobbys zu den Tätowierungen? Meine Hobbys? Was für welche hast du? Neben dem Tätowieren? Ja. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, das größte Hobby ist eigentlich sein Kind. Also ich habe eine 8-jährige Tochter, die jetzt in die 3. Klasse gekommen ist. Auch nicht, hier in der Grundschule? Nicht hier in der Grundschule, sondern in Gladenbach. Das hätte ich nicht gemacht. Finde ich immer sehr kritisch. Es ist schon nicht leicht, als Mama hier Lehrerin zu sein. Ja. Dann aber noch als in einer Funktion, das finde ich sehr, 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 sehr schwer. Ja. Nein, das ist das erste Hobby. Dann mein Hobby, was ich jetzt nicht mehr leider ausüben kann, wo ich aber noch hohes Interesse habe, ist Fußball. Ja. Also ich habe insgesamt 34 Jahre Fußball gespielt, relativ hoch. Ich habe Geld damit verdient. Ui. Wo warst du da? Ich habe heute heißt der Verein Fernwald, früher war es Steinbach. Da konnte ich mein ganzes Studium mit finanzieren. Und ich liebe Fußball über alles. Auf welcher Ebene habt ihr da so gespielt? Also das ist im Prinzip die 5. höchste Klasse gewesen. Also wenn man das mit heute vergleicht, wäre es es hat sich sehr viel geändert. Also wenn man das mit heute vergleicht, würde ich jetzt in Stadtallendorf spielen. Und das ist ja schon ein Bereich, wo man fast schon mit Profis hantiert. Wer jetzt den Werdegang da ein bisschen verfolgt hat, ist Stadtallendorf, glaube ich, einer von zwei Mannschaften, die mit Amateuren versuchen, die Spielklasse da zu spielen. Und ja. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich bei den einen beliebt und bei den anderen unbeliebt zu machen. Hast du im Bereich Bundesliga eine Lieblingsmannschaft? Bist du Fan? Also ich bin auch Fan. Also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, mag ich nicht dieses Vereine zu verteufeln. Ja. Da bin ich kein Freund von. Das nächste ist, international bin ich immer pro Deutsche, aber ich freue mich schon mehr über einen Sieg vom FC Bayern München wie einen Sieg von anderen Mannschaften. Allerdings freue ich mich tierisch über sämtliche positive Entwicklungen bei der Eintracht. Da bin ich auch dies. Einigen Kirchhainer mit Sicherheit sehr gut gefallen. Also das ist doch ganz klar. Und da das immer noch zwei unterschiedliche Welten sind, kann man auch ungetrost sagen, dass ich da für beide bin. Ja. Und wenn es hart auf hart kommt, würde ich auch immer sagen, können die Bayern mal verlieren gegen die Frankfurt. Aber nur wenn es hart auf hart kommt und es sein muss. Nein, das ist so das. Mich interessiert viel mehr, ich gucke mir Spiele ja nicht dann an wegen der Mannschaft, sondern mich interessiert, wie die taktisch spielen. Also dafür habe ich zu viel Ahnung, dass ich so einfach nur ein Spiel gucke. Ansonsten gibt es irgendwelche Sportarten, die du stattdessen heutzutage ausführst? Also ich fahre Fahrrad. Fahrrad. Ja. Also, aber du machst das jetzt nicht wie der Schulleiter der AWS, der jeden Morgen von Stadtallendorf nach Kirchhain mit dem Fahrrad fährt. Nein. Also du wohnst in Glasenbach noch? Nein, oder? Ich wohne nicht in Glasenbach, ich wohne in Heskem. Also ich hätte es jetzt gar nicht so weit. Okay. Nein, also Fahrradfahren ist eher so dann gegen Abend mal eine Runde. Ich muss dazu sagen, durch eben diese 34 Fußballjahre sind meine Knie kaputt, sind meine Knöchel kaputt, sind meine Hüften kaputt. Also alles, was an Gelenken in einem Körper ist, in den unteren Extremitäten, hat bei mir einen Hau weg. Das heißt, ich kann keinen Fußball mehr spielen, dann kann ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen, sodass ich gerade was das Fahrradfahren betrifft, dann einen guten Ausgleich finde, der gelenkschonend ist und so weiter. Ja. Gut, ja, Hobbys haben wir damit quasi abgehakt, oder? Dann kommen wir doch mal zu der Schule. Was gefällt dir denn
besonders gut vielleicht hier an dem Standort in Kirchhain für die Grundschule? Was mir besonders gefällt, also ich kenne ja jetzt viele Grundschulen, mhm, und die Größe der Räume. Also wenn man in andere Grundschulen geht, hat man überwiegend kleinere Räume. Mhm. Wir beschweren uns zwar hier immer noch, ja, weil wir immer noch gerne mehr Platz hätten und das ist auch okay, aber wenn ich das im Vergleich zu vielen anderen Grundschulen sehe, dann weiß ich schon, dass wir hier große Räume haben. Ja. Mir gefällt die Weitläufigkeit des Schulgeländes, damit auch wirklich die 300 bis 400 Schüler in den Pausen die Möglichkeit haben, hier sich zu verteilen und nicht aufeinander zu hocken. Ansonsten muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, bin ich jetzt nicht derjenige, der jetzt hier die Gebäude gefällt, sondern mir gefällt die Atmosphäre. Ja. Ich glaube, ich bin auch eher einer, der auf die Atmosphäre achtet. Wenn ich in ein Gebäude reingehe und ich habe ein erdrückendes Gefühl, dann würde ich hier nicht bleiben. Mhm. Ja? Und das habe ich nicht. Und diese Atmosphäre wird geprägt durch die Lehrer, durch mein ganzes Kollegium, und er wird geprägt durch die Schüler, die das mit Leben füllen. Ja. Und ich glaube, das macht auch für mich diese Schule so wertvoll und wie, sage ich mal, ein zweites Zuhause. Ich hatte ja schon vor kurzem den Matthias Bosso interviewt. Da haben wir ja auch ein bisschen über das Thema Schule und Kreativität gesprochen. Hatte ich ihm also auch zum Beispiel einen Ausschnitt mit Harald Lesch gezeigt, der also ein bisschen anprangert, dass heutzutage alles viel zu schnell läuft in den Schulen, dass man das eigentlich ein bisschen entschleunigen müsste, dass es eigentlich mehr darum gehen sollte, auch vor allem solche Fächer wie Kunst, Musik, Sport mehr in den Fokus zu rücken, anstatt zu streichen, wie das vielleicht andere Schulen machen, ja, Theater spielen oder ähnliches. Wie ist das denn hier an der Grundschule? Wie viel Wert legt ihr auf, kreative Entfaltung? Also es ist schon so, dass wir versuchen, für die Schüler in den Bereichen was anzubieten. Das gelingt uns nicht immer. Mhm. Man muss dazu einfach klipp und klar sagen, dass uns ein Stück weit die Ressourcen fehlen. Ja. Man muss dann auch als Grundschule immer überlegen, wenn ich so einen Schritt gehen möchte, welche Konsequenzen hat dieser Schritt für die Kinder auf ihre restliche Schullaufbahn. Es wäre vermessen zu sagen, okay, ich betrachte nur die 4 Jahre und was danach kommt, ist mir egal. Ich muss in irgendeiner Art und Weise schauen, die Kinder müssen danach in die 5. Klasse gehen. Wir haben eine unwahrscheinlich starke Leistungsgesellschaft heutzutage. Mhm. Es wird unwahrscheinlich viel von den Kindern erwartet, gerade im mathematischen Bereich, im Deutschbereich. Ich kann gar nicht den Fokus so intensiv drauflegen mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Das kann ich nur machen, indem ich Gelder in die Hand nehme. So geschehen letztes Schuljahr, wo wir insgesamt, glaube ich, 7 musische AGs hatten, wo die Kinder über Gitarre, über Chor, Keyboard und so weiter da ihren Interessen nachgehen konnten. Aber das kann man mal für ein Jahr machen, mhm, und das kann man auch in einem Bereich machen. Aber der Traum zu sagen, es kann sich das Kind in seinem Interesse kreativ entfalten, kann ich nicht umsetzen. So gern ich das möchte, so gern ich das wollte, aber ich kann es nicht. Das würde nur dann funktionieren, wenn all diese Dinge außenrum unentgeltlich wären. Also wenn im Prinzip jemand sagen würde, ich bin Musiklehrer, ich mache 1 Stunde Musik umsonst mit den Kindern, mhm, dann ja. Solange das aus irgendeinem Budget finanziert werden muss, ist das schlecht. Ja. Wir schauen jetzt gerade, dass wir gerade in den 3 und 4 über das Ganztagsangebot haben wir eine Theater-AG, wir haben einen Hörspielclub, wir haben, ich glaube, wieder eine Gitarren-AG. Also, was ist der Hörspielclub? Der Hörspielclub? Hörspielclub ist, dass einfach die Kinder mal wieder dahin gehen und vielleicht einen Krimi-Fall hören und den nachher aufgrund des Hörens lösen. Oder ein eigenes Hörspiel anfertigen. Mhm. Ja, also da dreht sich es komplett um das Thema Hörspiele. Ja. Ja? Also wir versuchen da die Interessen möglichst aufzugreifen. Und wenn sich das alles eingespielt hat, ist auch dann immer wieder die Überlegung wert zu sagen, okay Kinder, was hättet ihr gerne? Mhm. Können wir was in dem Bereich einrichten oder nicht?
Du hattest gerade ja das Thema Musik angesprochen und da seid ihr ja auch indirekt eine Vorbereitungsschule für die Alfred-Wegener-Schule als Schwerpunktschule, das war jetzt schon mal dreimal das Wort Schule, als Schwerpunktschule Musik. Mhm. Stimmt ihr euch da in irgendeiner Art und Weise ab, du und der Schulleiter der ABS? Also, oder was jetzt Lehrkräfte? Schwerpunkte betrifft, nein. Mhm. Nein, nicht in dem Maße, wie man das machen könnte. Man muss sich das so vorstellen, als Grundschule setzt man sich über einen gewissen Zeitraum immer Ziele, ja, die man erreichen möchte. Da geht es darum, wie jetzt ein Ganztagsangebot anzubieten. Da geht es darum, bei der sozialen Kompetenz gewisse Unterrichtseinheiten zu entwickeln. Und das, was in der Tat der Schule noch fehlt, obwohl fehlt vielleicht zu viel ist, was man noch hinzufügen könnte, wäre eben so ein Schwerpunkt. Mhm. Ob der dann Musik ist oder Sport oder ein anderes Fach, das müsste man natürlich auch immer mit den Lehrkräften erörtern. In der Tat ist es so, es bietet sich an, einen Schwerpunkt Sport oder einen Schwerpunkt Musik hier zu setzen an der Grundschule, um einfach eben genau, wie du das angesprochen hast, eine gewisse Vorarbeit, ja, zu leisten und dann in Absprache natürlich zu gucken, was kann man in Klasse 3, 4 vorbereitend schon für Klasse 5, 6 Musikklasse machen. Das Problem wird aber dann, was mache ich mit den Kindern, die eben nicht in die Musikklasse wollen? Was mache ich, wenn plötzlich alle in die Musikklasse wollen? Ja. Also der Fall war ja dieses Jahr jetzt auch nicht ganz ohne in der AWS, dass plötzlich Anmeldungen für diese Spezialklassen Sport und Musik waren, wo sie gucken mussten, oh, also wir haben mehr Spezialklassen wie normale Klassen in Anführungsstrichen. Das bedarf dann, glaube ich, schon einer ganz engen Absprache in dem Bereich. Und das ist so eine Sache, wo man jetzt mal gucken kann, wenn wir uns vielleicht hier in 5 Jahren treffen und hier sitzen, wo man vielleicht sagen kann, okay, wir sind in einem Bereich, haben wir uns auf den Weg gemacht. Mhm. Ja, mal so gefragt für Leute, die wie ich ja schon lange, lange aus der Grundschule raus sind und auch wie viele andere noch keine Kinder haben, die in die Schule kommen. Was lernt man denn heutzutage in der Grundschule? Ihr setzt ja letzten Endes die Grundlagen. Genau. Das ist eigentlich das, was in allem anderen außen drumherum überhaupt nicht zum Tragen kommt. Wir sind die Basis. Wir entscheiden vieles. Und wenn ich dann gucke, wie eine Bezahlung und wie eine Stundenverpflichtung aussieht im Grundschulbereich, dann kommen mir die Tränen für das, was wir hier leisten. Mhm. Was lernen die Kinder? Das, was sehr, sehr deutlich geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass wir erstmal den Wert gar nicht auf Mathematik, Deutsch, Kunst oder so legen müssen, sondern auf Umgangsformen, Kulturtechniken. Freundlichkeit, bitte, danke. Wo ihr also auch im Grunde Erziehungsarbeit leistet, genau, die vielleicht von den Eltern heutzutage, ja, wie ist das eigentlich? Findet Erziehungsarbeit bei den Eltern, würdest du sagen, heute weniger statt als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren? Ja. Es ist immer nur die Frage, weswegen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Eltern da in letzter Konsequenz die Schuld haben. Sondern wenn ich jetzt nur meine eigene Grundschulzeit nehme, ja, da war es ganz klar, ein Verdiener hat gereicht, um eine vierköpfige Familie zu ernähren. Das heißt, meine Mutter konnte zu Hause bleiben. Heutzutage ist das nicht mehr möglich, mal ganz davon abgesehen, dass wir wesentlich mehr alleinerziehende Eltern haben wie noch vor 20 Jahren. Und dadurch kommt natürlich eine Erziehung zu kurz. Die sehen ihre Kinder nicht lange. Und dann noch erzieherisch tätig zu werden in der Zeit von, sagen wir mal, 5 bis 8 bis ins Bett gehen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja. Das heißt, unser Beruf hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Es sind viel, viele mehr Felder dazugekommen. Es sind im Bereich einmal von Auffälligkeiten und einmal im Bereich von erzieherischen Tätigkeiten. Wir als Schule, ich glaube, da spreche ich mein Kollegium oder für mein Kollegium, würden uns natürlich wünschen, dass mehr erzieherische Arbeit schon von zu Hause kommt. Ja, das, was aber dann, wenn das schon nicht möglich ist, uns ganz, ganz arg unter den Nägeln brennt, ist die Unterstützung dann. Mhm. Das heißt, wir können verstehen und akzeptieren, dass manche erzieherischen Dinge zu Hause nicht laufen können. Aber wenn die nicht laufen, dann brauchen wir die Rückendeckung hier in der Schule. Also es kann dann nicht noch sein, dass wenn wir das machen, wir dafür noch den Rüffel kriegen und nachher gesagt bekommen, auf gut Deutsch, ihr habt unseren Jungen verzogen.
Und da sind wir im Moment dran, auch das immer wieder deutlich zu machen, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Absprachen mit den Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen, ist das A und O. Und das ist so das, wo wir, sage ich mal, mehr mit zu kämpfen haben, glaube ich, wie jetzt die Lehrkräfte vor 20 Jahren. Das soll nicht heißen, dass sie keine Zappelfilippe hatten, die kennen wir alle, die hatten die genauso wie heute auch. Aber das hat sich schon geballt, das Ganze. Und ich sage immer so schönes Beispiel, früher ist man nach Hause gekommen und hat einen Eintrag von den Lehrern bekommen und dann hat man nochmal Schimpfe bekommen. Ja, ja? Das, genau, dann musste man aufpassen. So. Und heutzutage passiert es halt nicht selten, dass ein Kind von uns Schimpfe bekommt, nach Hause kommt und wir den Anruf von den Eltern bekommen und bekommen Schimpfe, weil wir dem Kind Schimpfe gegeben haben. Ja. Und das sind so Dinge, die halt unwahrscheinlich schwer sind, um dann im Alltag mit den Kindern auch in diese Arbeit gehen zu können. Daneben lernen die natürlich mathematische Grundfähigkeiten, damit die dann nachher wirklich ihre Abschlüsse machen können. Wir versuchen sie in der Sprache zu sensibilisieren, ein Interesse für Kunst und Musik zu wecken. Mhm. Es gibt Kinder, die kommen damit und es gibt halt Kinder, die haben gar kein Interesse. Im Bereich Sport ist es mittlerweile so geworden, dass ich sage, wir haben einen Großteil, die nachmittags eben nicht mehr auf die Straße gehen, die nicht mehr auf Bäume klettern und so weiter, die mit dem Daumen unwahrscheinlich geschickt sind, weil sie mittags an der Playstation hocken, die schneller mit dem Daumen sind wie ich, aber wo andere Dinge fehlen, denen versuchen wir natürlich wieder die Freude an Bewegung beizubringen. Und alleine an dieser kurzen Ausführung, und das könnte ein ganzes Interview füllen, merkt man... Das können wir ja irgendwann mal nachholen. Ja, es ist mit Sicherheit auch hochspannend und interessant. Auch interessant für die Eltern aus den Kindergärten. Ich war gestern auf einem Nachmittag, wo ich genau darüber gesprochen habe. Aber nur daran sieht man, welche Komplexität eigentlich an einem Schulvormittag in der Grundschule herrscht. Mit welcher Komplexität die Klassenlehrer jeden Tag konfrontiert sind, die eben Mathe-Deutsch-Sachunterricht unterrichten. Und jetzt komme ich zum ganzen Anfang wieder zurück, dass der Stellenwert dafür viel zu gering ist, den ein Grundschullehrer sowohl im System als auch manchmal in der Gesellschaft und letztlich im finanziellen Bereich hat. Mhm. Mal naiv gefragt, Thema Fremdsprachen, ist das schon in der Grundschule ein Thema? Es ist ein Thema. Zu meiner Zeit war es ja noch nicht so. Genau, also es ist so, dass wir Englisch ab der 3 fix anbieten. Und auch da, und jetzt, das ist vielleicht gleich eine gute Überleitung zur Kooperation mit der AWS, da zum Beispiel jetzt sehr, sehr eng miteinander kooperieren. Das heißt, wir haben jetzt auf die Beine gestellt, um dieses Thema Englisch ein bisschen die Brisanz zu nehmen. Dazu muss ich vielleicht den Zuschauern erklären, Englisch ist der größte Stolperstein von der 4 in die 5. Mhm. Da ist die größte Hürde, da ist der größte Sprung. Das ist gar nicht auf den Mist der Schulen gewachsen, sondern das ist im Prinzip so, dass die gewisse Vorgaben haben, die sie sofort erfüllen müssen. Und wir haben gewisse Vorgaben, wo wir die Kinder hinbringen müssen. Und in dieser Konstellation entsteht eine riesengroße Lücke. Ja. Und gemeinsam mit unseren gemeinsamen Englischlehrkräften versuchen wir gerade diese Lücke zu schließen in einem Jahresprojekt, wo Hospitationen stattfinden, wo die Englischlehrer bei uns gucken. Wir gucken bei den Englischlehrern, danach wird ein Austausch stattfinden, wie kann man das besser machen. Mhm. Und dann im Prinzip gehen wir in den Schulverbund. Das heißt, alle Grundschulen, die Kinder an die Grundschule, an die weiterführende Schule AWS schicken, werden an einen Tisch geholt und man bespricht, wie man in Zukunft mit dem Thema Englisch umgeht. Wir haben hier noch Italienisch angeboten im letzten Schuljahr. Oh. Aufgrund einer Elterninitiative und des Fördervereins der Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf, Ferrero, die haben natürlich Interesse, viele klar. Italienische Mitarbeiter. Das haben wir aber nur, also in erster Linie haben wir da die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, weil die Bezahlung und so weiter, das mussten dann die Eltern machen, die haben den Kurs bezahlt. Wir sind auch jetzt am gucken, ob wir sowas wieder einrichten können, weil er mit ca. 25 Kindern sehr, sehr gut besucht war. Ja. Wir haben dann den Türkischunterricht als herkunftssprachlichen Unterricht fest integriert, wo ein Türkischlehrer vom Konsulat herkommt und die Klassen 2, 3 und 4 mit jeweils 2 Stunden hier unterrichtet. Mhm. Anfrage habe ich auch
Spanisch. Wer kann in diese ganzen Kurse, an diesen Druckkursen teilnehmen? Herkunftssprachlicher Unterricht, wie der Name sagt, nur die, die die Herkunftssprache Türkisch haben. Ah, okay. Obwohl ich mittlerweile schon die ersten deutschen Kinder habe, die gefragt haben, ob sie da auch nicht dran teilnehmen können. Das kann man, das darf man ja aber nicht, da sie vom Konsulat gestellt sind. Okay. Italienisch alle, weil er komplett offen ist. Und Englisch klar als Unterricht ab der 3. Wir sind jetzt dabei, im zweiten Jahr Englisch in der Klasse 2 anzubieten, einstündig, um den Einstieg in die 3 leichter zu machen, um vielleicht früher schon mit Themen anzufangen, um dann nachher in dem Übergang etwas weiter zu sein wie bisher. Mhm. Da ist das erste Schuljahr noch nicht zufriedenstellend für die Lehrkräfte verlaufen, sodass wir da jetzt noch ein bisschen an den Schräubchen gedreht haben und jetzt in das zweite Projektjahr gehen. Die Eltern waren und die Kinder waren begeistert davon. Und wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir den Mehrwert auch wirklich rauskristallisiert bekommen. Und da sind die Lehrkräfte jetzt dran. Wir hatten auch das Thema auch schon mal mit dem Matthias Bosse angesprochen gehabt, Thema Kontakt Eltern, Lehrer. Welche Angebote bietet ihr da, um euch mit den Eltern auszutauschen? Also zum einen gibt es den ganz klassischen Standard, die Elternsprechwoche, in jedem Halbjahr einmal. Da gibt es einen fixen Termin, den ich mit der Lehrkraft ausmachen kann in dieser Woche und zum Elterngespräch hingehen kann. Und auch da wieder die Frage, wie schon an der AWS, wie ist da so die Resonanz? Ich glaube, dass die Resonanz ganz gut ist. Es gibt immer Eltern, die nicht kommen. Es gibt immer Eltern, die beruflich verhindert sind. Das könnte immer besser laufen, gar keine Frage. Es gibt auch Kinder, wo man einfach den Eltern sagen kann, also nur um ihnen Kaffee zu trinken, können sie gerne kommen, aber sie brauchen nicht zu kommen, weil es gibt einfach keine Probleme mit ihrem Kind und es läuft alles tipptopp. Also die Elternsprechwochen sind relativ gut besucht. Ab dem zweiten Schuljahr immer besser. Es gibt dann irgendwann die Noten und das ist ja immer das, was bei den Eltern primär am meisten zählt. Anders sieht es dann schon bei den Elternabenden aus. Also wir haben pro Halbjahr auch mindestens einen Elternabend, der einberufen wird. Da merkt man dann schon, dass wir eine Quote haben zwischen 50% und 90%. Die Seltenheit ist, dass von jedem Kind ein Elternteil da ist. Ich kann auch da verstehen, wenn bei Alleinerziehenden das problematisch ist. Ich denke aber, in der heutigen Zeit hat man immer mal jemanden, der vielleicht aufs Kind aufpassen kann. Also da wünschen sich die Lehrkräfte, glaube ich, schon eine höhere Beteiligung, weil halt gewisse Dinge auch da abgesprochen oder abgestimmt werden. Klassenfahrten, Klassenkasse. Also es sind Themen, die direkt Auswirkungen auf die Kinder haben und da freut man sich immer, wenn man möglichst viele hat, um im Nachhinein nicht dann sich anhören zu müssen, das will ich aber gar nicht. Wir sind ja eben gerade auch schon mal durch die Klassenräume gelaufen. Ja. Also Musik hatten wir gesehen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kunst, Malen und solche Sachen laufen ja auch. Ihr habt auch einen Nassraum, Malraum. Ein Nassraum, richtig. Wir haben einen Nassraum. Was macht ihr da so? Ton. Also wir haben neben dem Nassraum einen eigenen Brennofen. Oh. Das bedeutet, wir können mit Ton arbeiten. Haben auch teilweise schon AGs gehabt im Kunstunterricht. Und der kann gebrannt werden. Deswegen ein Nassraum, damit man die ganze Sauerei, die dann danach entsteht, einfach mit einem Gartenschlauch abspritzen kann. Das heißt also, das Thema Salzteig ist kein Thema mehr oder trotzdem noch? Das kommt immer drauf an. Fibo, Salzteig, da kann ich mich noch erinnern. Ja, Fibo hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es von Fibo einen 24-Stunden-Ton, der noch nicht mal mehr gebrannt werden muss. Nein, also man muss immer gucken, was will ich damit anstellen. Das ist wie bei allem. Will ich ganz kleine Dinge machen, ist Fibo-Salzteig gar nicht verkehrt. Will ich aber jetzt große Gefäße haben, wo ich die ich auch nachher der Mama schenken will und wo vielleicht auch Wasser drin bleiben soll, dann ist es sinnvoll, dann doch den Ton zu nehmen und auch ihn im Nachhinein zu brennen. Ja. Also es ist immer. Und dann haben wir gesehen, ihr habt auch noch einen Computerraum. Genau. Was lernen die Kinder da? Weil da werden sich mit Sicherheit jetzt auch ein paar fragen, braucht es das überhaupt schon bei Grundschülern, dass die schon mit Computern herangeführt werden? Das ist eine Frage, wo man Ja und Nein darauf antworten kann. Von der inneren Einstellung her, wenn man aber auch da die gesellschaftliche Entwicklung heranzieht, dann ja. Also dann gibt es kein Nein, weil die heutzutage die mediale
Welt so groß geworden ist und in so einer kurzen Zeit so groß geworden ist, dass man in irgendeiner Art und Weise Medienerziehung betreiben muss. Ja. Das bedeutet, wir versuchen hier mit dem PC-Raum die Kinder heranzuführen, was ist ein PC überhaupt, wie mache ich ihn an, wie bediene ich ihn. Mhm. Zum einen, um dann ihn auch mit Lernsoftware nutzen zu können. Also mir bringt es nichts, wenn ich 15 PCs hochfahren muss und ich muss das alles eingeben. Da bin ich gerade mit dem letzten fertig und es klingelt. Also das müssen die Kinder selbstständig machen können. Wir gehen dann über schon mal Gedichte abzuschreiben, was auszudrucken und Internetrecherche zu betreiben. Mhm. Und um da auch sämtliche Vorurteile gleich aus dem Weg zu räumen, nicht mit Google, also nicht die unzensiert sind, sondern es gibt wunderbare Suchmaschinen wie die blinde Kuh, die extra für Grundschüler sind, wo dann auch dementsprechend Begriffe oder Seiten ausgeworfen werden, die für Grundschüler geeignet sind. Ja, also von daher, es ist notwendig. Ich kann die Argumentation verstehen, nicht schon in der Grundschule, sie kommen noch früh genug damit. Ja. Aber ja, wenn ich da kurz unterbrechen kann, es gibt ja sogar Leute, die sagen, wenn man sich da mal in der Medienlandschaft ein bisschen umschaut, die sagen, Computer machen dumm. Kinder sollten erst so spät wie möglich, am besten erst mit 16 oder 18 frühestens an Computer herangeführt werden, weil Computer eben einem die Selbstständigkeit nehmen. Ja, würde ich jetzt auch nicht verneinen können. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man ihn einsetzt. Ich glaube, wie geht man damit um? Ja. Und was erlaubt man und wie ist der Anteil am Restlichen? Also, wenn ich eine Recherche betreibe und ich gucke nur im Internet und ich nehme mir kein Buch, dann sage ich das auch, dann macht es dumm. Aber wenn ich hingehe und nehme mir mal ein Buch, wo ich auch mal blättern muss und wo ich nicht alles gleich essfertig serviert bekomme quasi, dann ja. Aber auch da gilt, was mache ich denn dann mit den Kindern, die mit 15 den Hauptschulabschluss machen wollen und eine Präsentation machen wollen? So, und ich soll mit 16 anfangen. Das geht nicht. Das nächste ist, die gehen direkt in die weiterführende Schule und fangen da an mit Präsentationen und ich mache in der Grundschule nichts. Geht auch nicht. Also auch das ist ein Konzept, was man nur durchführen kann, wenn man es geschlossen von der 1 bis zur 13 durchführt und nicht sagt, die Grundschule klingt sich jetzt aus. Baut ihr da eigentlich auch eine Form von Medienkompetenz auf, dass man also da schon lernt, wie gehe ich eigentlich mit Quellen aus dem Internet um? Ja, also Thema Sicherheit ist ein großes Thema bei uns im Medienkonzept. Wir machen deswegen auch einen Computerführerschein in der 3-4. Wir haben ein Programm, was wir am Ende der 3 fahren mit mediale Gefahren. Von externer Seite her, da kommt jemand, der mit den Kindern spricht, was das bedeutet. Mhm. Da spiele ich jetzt mal explizit auf solche WhatsApp-Apps an, Facebook. Handys sind ja in dem Alter auch schon ein Thema. Ja, also es ist, gestern war es noch lustig, eigentlich ist es traurig. Ich habe gestern die Kinder gefragt bei der Einschulung, was in der Einschulungstüte, in den Ranzen gehört. So. Und da meldet sich ein Kind mein Handy. Und es war den ersten Tag in der Schule. Und dann habe ich dem Kind gesagt, wenn ich das in deinem Ranzen sehe, dann kommt das aus dem Ranzen zu einem Umschlag zu mir ins Büro und dann kann die Mama kommen und kann es abholen. Also das hat seine Grenzen. Mhm. Wir haben hier Kinder, die haben Handys, weil die Diabetiker-Kinder sind und die einfach relativ, mittlerweile gibt es ja Apps, mit denen man den Blutzucker messen kann und dementsprechend die Pumpe eingestellt ist. Das ist alles okay, aber ein Handy hat hier während dem Schulvormittag nichts zu suchen. Mhm. Ich kann auch wiederum als Papa verstehen, dass wenn mein Kind einen weiten Schulweg hat in der 4 und ich sage, komm her, falls irgendwas ist, ich stecke dir eins in den Ranzen, kann ich auch nachvollziehen, aber das bleibt bis zum Verlassen des Schulgeländes aus. Ja. Weil dann ist es auch wieder in der Verantwortung der Eltern und dann müssen die damit im Prinzip klarkommen. Ja, mal ganz naiv gefragt, was ist denn heutzutage so in der Einschulungstüte drin? Ja, üblicherweise. Also es ist tatsächlich, ich habe gefragt. Oder was sind die dollsten Dinger, die dir schon untergekommen sind, neben dem Handy? Die klassischen Sachen sind wirklich Stifte, ein bisschen Spielzeug und Süßigkeiten. Ja. Also ich glaube, da hat sich nicht ganz so viel geändert, vielleicht an der Gewichtung. Früher war vielleicht auch nochmal eine Orange drin oder ein Apfel und heute ist dann eher die Schokolade und die Zuckerbonbons drin. Ja.
Würdest du da als Schulleiter eine Empfehlung abgeben wollen, was vielleicht nicht unbedingt neben dem Handy in die Schultüte reingehören Nein. sollte? Oder ich sag so mal, gibt ja da vielleicht auch doch bestimmt auch die einen oder anderen, die es da ein bisschen übertreiben mit den Geschenken, die das reinkommen, oder? Das ist der Punkt. Also das würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht reglementieren, was oder sagen, das gehört da rein, das gehört nicht da rein. Ja. Ich glaube, das Maß macht es nachher. Hm. Ja, ich finde es schön, wenn die Kinder was auspacken können und sich freuen, weil es ein ganz besonderer Tag ist. Ich finde es schön, wenn sie Dinge kriegen, die sie auch am nächsten Tag in der Schule wieder benutzen können. Aber es muss keine PlayStation sein, kein Wii U oder, ja, das muss einfach nicht sein. Der Fokus sollte mit dieser Tüte auf der Schule liegen und Utensilien, die dafür notwendig sind, die können da rein und ich glaube, dann freut sich auch jedes Kind, wenn es gerade die Sachen, die es gekriegt hat, am nächsten Tag mit in die Schule bringen kann und auch benutzen kann. Ja, wie Mäppchen, Stifte, Farben, was ja, auch immer. Ja, mal einen tollen Spitzer, der eine tolle Farbe hat, was nicht in den klassischen Mäppchen drin ist, aber jetzt nicht irgendwie die tollen Dinge. Mhm. Ich glaube, das muss nicht sein. Ihr habt auch iPads, haben wir gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Weil die waren ja wahrscheinlich nicht in der, wurden ja wahrscheinlich nicht vom Kreis oder vom Träger der Schule finanziert. Nein, das ist schön. Da kann ich nämlich wieder Werbung für unseren Förderverein machen. Also, unser Förderverein, der ja vielleicht den einen oder anderen jetzt bekannt ist aus dem letzten Video, versucht uns schon als Schule zu unterstützen. Und wir haben gesagt, wir würden gerne neben dem Computerraum auch mal einen Koffer haben, wo wir mobil in den Klassen arbeiten können. Mhm. Weil so muss ich immer planen, ist der Computerraum frei, kann ich reingehen, dann muss ich vielleicht von Haus 1 rübergehen, muss nachher wieder zurück, also es kostet alles Zeit. Ja. Hier die iPads, jeder, der in irgendeiner Art und Weise ein Tablet schon mal in der Hand gehabt hat, weiß, ein Knopfdruck und das Ding ist an und funktioniert. Deswegen hat der Förderverein uns einen kompletten 16er Koffer gespendet, der Schule. Und die sind jetzt gerade so weit, dass die bespielt worden sind mit neuen Apps. Ja, und zwar mit Apps im mathematischen Bereich, im Deutschbereich, im sprachlichen Bereich. Es gibt eine Englisch-App, es gibt Apps für die Intensivklassenkinder im Deutsch als Zweitsprache-Bereich. Und das Einzige, was im Moment so ein bisschen noch hinderlich ist, ist, dass es nur in Anführungsstrichen 16 sind und wir eigentlich Klassen haben bis hoch zu 24, 25, sodass der Förderverein gesagt hat, er wird auch jetzt nochmal den Geldbeutel aufmachen und uns nochmal 10 Stück sponsoren, damit wir 26 haben. Und damit ist gewährleistet, dass immer eine Klasse plus, egal wie groß, weil bei uns die Höchstgrenze 25 ist, plus der Lehrer ein iPad hat, zur Verfügung hat und in den Klassen damit arbeiten kann. Und wie stark ausgelastet sind die? Eben aufgrund der Tatsache, dass es nur 16 sind, noch nicht so stark, wie ich mir das wünsche, weil einfach dann immer mal zu zweit, dann geht der Ärger los, wer macht zu zweit, wer ist alleine, ich möchte aber alleine und um denen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ist es jetzt noch nicht so hoch frequentiert, aber wir haben hier schon ein Filmprojekt mit den iPads, die Kinder gemacht, was prämiert wurde. Was den ersten Platz, wurde das prämiert? Also ich müsste jetzt lügen, ich kann es vielleicht nachreichen. Also die, da gab es ein Wettbewerb, wo kommen unsere Nahrungsmittel her oder was esse ich, und dann sind die Kinder mit Tablets in die anliegenden Bauernhöfe, Rewe und so weiter gegangen und haben sich geguckt, wo kommt die Milch denn überhaupt her? Ja. So nach dem Motto, ich frage einen Erstklässler, wo kommt die Milch her? Aus dem Supermarkt. Damit klar ist, okay, da gibt's Kühe und so weiter und das mit Mehl, mit Bäckereien und so weiter, haben das geschnitten mit Musik und sind dann vom Kultusministerium geehrt worden. Das ist doch schön zu erfahren. Also von daher, sie sind im Einsatz noch nicht in dem Maße, wie ich mir das als Schulleiter und als derjenige, der weiß, wie viel das gekostet hat, mir vorgestellt habe. Ansonsten unterstützt euch ja der Förderverein auch wie neulich bei der Zirkuswoche. Darüber gibt es ja auch ein Video, was ihr euch also auch gerne anschauen könnt. Ich werde das in der Beschreibung verlinken oder ihr schaut einfach bei uns auf dem Kanal. Da habt ihr auch tolle Erfahrungen gemacht und auch viel Unterstützung vom Förderverein bekommen. Förderverein ist für mich als Schulleiter eine immens wichtige Stütze. Der Förderverein, mittlerweile sind es ca. 140 Personen, die Mitglied im Förderverein sind halt in der Lage,
ich hatte das versucht, auch im letzten Interview schon mal deutlich zu machen, ja. Dinge für die Schule, für die Kinder anzuschaffen, für die ich kein Budget habe. Also so eine Zirkuswoche hätte ich als Schule nicht auf die Beine stellen können. Einen iPad-Cover hätte ich nicht kaufen können. Ich hätte mir den immer mal ausleihen können, aber ich hätte mir ihn nicht kaufen können. Mhm. Wir haben jetzt mal Becher für die Kinder wurden angeschafft, IKEA-Becher, damit jedes Kind rein theoretisch einen Trinkbecher hat. Ja. Das sind alles Gelder, die habe ich nicht. Ich habe einen sehr knappen Haushalt, muss mit dem aushalten und muss gucken, dass die tagtäglichen Dinge davon bezahlt und angeschafft werden und kann für solche Dinge nicht noch irgendwelche Gelder irgendwo herausgraben. Von daher brauche ich den Förderverein immens und bin dankbar, wenn immer die ersten Klassen kommen und sich viele Eltern bereit erklären, dem beizutreten. Und der Förderverein freut sich dann natürlich, wenn diejenigen dann auch aktiv mitarbeiten. Ja, ich glaube, damit sind wir erstmal am Ende von diesem Blog soweit, wo ich an dieser Stelle auch gleich gerne mal eine neue Abstimmung mit reinmachen würde. Also oben links von mir aus gesehen, rechts von euch aus gesehen, setze ich also eine Abstimmung rein. Erstmal grundsätzlich darüber, wie findet ihr eigentlich die Grundschule in Kirchhain? Entweder, wenn ihr selbst schon auf der Schule wart oder eure Kinder an die Schule geschickt habt. Stimmt doch einfach ab. Also wie gesagt, oben rechts von euch aus gesehen, in der Ecke findet ihr den Button zum Abstimmen. Und dann bin ich mal gespannt, was rauskommt als Ergebnis. Was hast du so für ein Bauchgefühl? Also, ich sag mal so. Du kriegst ja auch Feedback. Ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich da ein sehr gutes Bauchgefühl. Mhm. Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Also, wenn ich sitze hier nicht und sage, hier läuft alles perfekt. Es gibt immer mal Stolpersteine und Dinge, die nicht so gut laufen. Aber ich glaube, wir haben selbst in dieser kurzen Zeit und auch in den Jahren zuvor immer wieder bewiesen, wenn es Probleme gibt, versuchen wir die aus der Welt zu schaffen und immer im Interesse der Kinder zu handeln. Wo sind so in der Regel die größten Knackpunkte, die vielleicht immer wieder auftreten? Mit der größte Knackpunkt immer zum Schuljahresbeginn ist der Stundenplan. Mhm. Ja, kann ich auch nachvollziehen, auch da wieder in Bezug auf die heutige Berufswelt und alleinerziehende Elternteile ist es natürlich schwer, wenn mein Kind nicht zur ersten Stunde in die Schule kommt, sondern zur zweiten. Ja. Aber das ist im Prinzip im Moment immer noch nicht lösbar, zumindest für Jahrgang 1 und 2. Für Jahrgang 3 und 4 ist es mittlerweile geregelt. Da braucht sich keiner mehr Sorgen zu machen, da funktioniert das. Also das ist so ein Punkt, wo es eigentlich jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise Nachbesserungsbedarf gibt. Ja? Aber ich glaube, dass wir in den Jahren immer wieder eine Lösung gefunden haben, um dann die individuellen Probleme dann aus dem Weg schaffen zu können. Okay. Also ich hatte ja gerade schon angekündigt, wir haben noch einen Blog. Da geht es nämlich auch, habe ich mal einen Themenbereich vorbereitet. Da geht es nämlich um das Thema Aufklärung und zwar Sexualerziehung. Da habe ich dir ein paar Ausschnitte aus YouTube gebracht. Da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder mal Demonstrationen, wie zum Beispiel in Wiesbaden die Demo für alle. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, da gab es aber auch ähnliche Aussagen hier in Hessen. Der bezieht sich natürlich darauf, was im Lehrplan steht. Gerade in Baden-Württemberg wurde der ja auch sehr stark gegen den Lehrplan demonstriert. Und dann würde ich dir gerne einfach mal diese Ausschnitte zeigen und dann unterhalten wir uns sehr mal gerne im Anschluss drüber. Hol ich schnell den Laptop. Fächerübergreifend und nicht nur im Biologieunterricht sollen die Kinder zu, und das heißt es wörtlich, Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten erzogen werden. Und das unter anderem mit folgenden Themen verbindlich. Bereits im Alter von 6 bis 10 Jahren soll kindliches Sexualverhalten und gleichgeschlechtliche Partnerschaft als Thema behandelt werden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, machen Sie sich mal klar, was Kinder mit 6, 7 oder 8 Jahren von alleine tun. Die spielen vielleicht miteinander, aber die machen sich zu solchen Themen mit Sicherheit keine Gedanken. Was soll sowas? Es kann doch nicht sein, dass in Nordrhein-Westfalen Schüler einen Kondomführerschein machen sollen und man Arbeitsgruppen im Unterricht bildet unter der Fragestellungen,
wie leite ich den besten Puff? Es kann doch nicht sein, dass in Niedersachsen Pro Familia, ein Verein, der mit Staatsmitteln, also mit unseren Steuergeldern finanziert wird, ein pädagogisches Lehrbuch empfiehlt, wo 10-Jährige aufgefordert werden, im Unterricht ihre Lieblingsstellung vorzuschauspielern und der Lehrer die Kinder ermutigen soll, auf Wandzeitungen im Klassenzimmer, ich zitiere wörtlich, auch Ekliges und Perverses aufzuschreiben. Ist es gewollt, mit dem Abbau der Scham höchster Gefügigkeit zu bewirken? Und dies immer früher, weil es immer wirksamer ist. Je früher, desto erfolgreicher. Ich sage nein zur Sexualisierung der Kinder in den Schulen. Ich sage nein zum Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen. Ich sage nein zu Gender in Hessens Schulen. Mir ist es egal, wer gegen uns ist. Ich weiß, dass Gott für und mit uns ist. Wir wollen keinen Zwangsunterricht, der Kinder und Eltern zwingt, eine bestimmte Art von Sexualdefinitionen hinzunehmen, sich nicht abmelden zu können, sondern in dieser Weise gezwungen zu werden, sich dieser Sexualorientierung auszusetzen. Keine Sexualerziehung, die statt Aufklärung Indoktrination zum Programm hat. Und übergriffig ist, wie wir das an einigen Beispielen hier schon gehört haben, und es ließen sich beliebige ergänzen. Ich darf ein Beispiel berichten, das ich gestern Abend von einem Schüler erfahren habe, der in der 5. Klasse hier in Hessen im Klassenzimmer bei der Sexualaufklärung einen Klassenraum vorfand, der als Vagina dekoriert war. Und die Jungs mussten sich alle als Spermien verkleiden und dann entsprechend ihren Dienst tun. Ehe und Familie werden in diesem Teil des Lehrplans ignoriert und damit weder akzeptiert noch toleriert. Der neue hessische Lehrplan ist nicht ein Ergebnis wissenschaftlicher Reflexion über gute Bildung und Erziehung. Er ist ein billiger Versuch, Mann und Frau, Ehe und Familie nach Vorgaben der Genderkonstrukteure zu zerstören. Also Grundschulkinder sollen schon sexuelle Inhalte konsumieren, steht im Bildungsplan. Grundschulkinder werden mit Inhalten konfrontiert, die absolut nicht jugendfrei sind. Jetzt sage ich es mal ganz deutlich. Schlucken, Verkehr und den ganzen Dreck. Und das sollen die gar nicht mal hören am Anfang. Und das steht im Bildungsplan drin. Diese Dildos, den ganzen Dreck, das sollen die Kinder kennenlernen. Da bin ich, das weiß ich ganz hundertprozentig, dass die Kinder mit diesen sexistischen Scheißdreck zusammenkommen, überhaupt kennenlernen. Wie sieht die Wirklichkeit nun bereits ab der Grundschule aus? Was einem Erwachsenen die Schamröte ins Gesicht treiben kann, damit sollen bzw. werden teilweise unsere Kinder schon bewusst konfrontiert. Die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, definiert altersgemäß wie folgt. 0 bis 4 Jahre Aufklärung über Selbstbefriedigung. 4 bis 5 Jahre Aufklärung über Homosexualität. 6 bis 9 Jahre Aufklärung über Empfängnisverhütung. 9 bis 12 Jahre Aufklärung über Genderorientierung. Und 12 bis 15 Jahre Aufklärung über Sex. Kinder sollten ab 12 Jahren Sex haben. Getarnte Organisationen, die in unseren Tagen wiederum die Gender-Ideologie als trojanisches Pferd für eine frühe und übertriebene Sexualaufklärung nutzen, verfolgen Ziele, die letztlich gegen das Leben und gegen die Familie gerichtet sind. Sie setzen sich dem dringenden Verdacht aus, dass sie dieselben kriminellen Ziele verfolgen wie deren Urheber und Gründer. Jo. Da kam jetzt einiges zusammen. Erstmal grundsätzlich, wie läuft das denn in der Schule, in der Grundschule in Kirchheim? Ist das tatsächlich alles so schlimm wie... Ganz schlimm, ganz schlimm. Deswegen werden nur alle... Nein, also der
der Hintergrund stimmt ja nicht ganz. Also das, was durch so ein Video deutlich wird, ist, dass das Ganze politisch immer unwahrscheinlich aufgebauscht wird. Es ist so, dass die Sexualkunde bei uns in der Grundschule sich hauptsächlich um den Körper, den eigenen Körper geht, den eigenen Körper kennenlernen, was heißt Hygiene. Mhm. Dann natürlich den Unterschied zwischen Mädchen und Junge, gar keine Frage. Und wir gehen dann noch maximal auf die Geschlechtsmerkmale ein und dann war's das. Ja. Und dann ist aber auch Ende. Also da wird nichts den Dingen, die da gerade jetzt beschrieben wurden von Sexspielzeug. Kannst du ruhig nennen, das nachher raus für unsere jüngeren Zuschauer. Wenn es so wäre, könnte ich gewisse Dinge nachvollziehen, weil die einfach nicht gehen. Aber es ist definitiv nicht in der Grundschule. Mhm. Also, und das ist ja jetzt erstmal da, wo ich mich mit auskenne. Ja. Bei uns ist das nicht so. Ja, wir laden wird auch nicht in Zukunft oder ist auch jetzt nicht für die Zukunft angedacht, dass sich da der Bildungsplan insofern ändert, dass die Kinder also schon die ganzen Praktiken im Schulalter kennenlernen. Nein. Ja. Ganz klar ist nein. Das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man im Prinzip in der ganzen Aufklärung ein Stück weit früher kommen muss. Mhm. Also ich habe mittlerweile Kinder, die verlassen die Grundschule in der Pubertät. Ja. Das gab es früher nicht. Und dann muss man schon sich Gedanken machen, wie fängt man das Ganze auch in Bezug auf das Thema Sex auf. Mhm. Aber jetzt in der Grundschule, also definitiv nicht. Ja. Ich habe selbst in zwei Jahrgängen Sexualkunde unterrichtet. Wir trennen dann auch zwischendrin Mädchen und Jungen, damit mal jeder unter sich ist. Mhm. Also in keinster Weise ist das auch nur im Ansatz so, wie das jetzt in diesem Video oder in diesem... Es gibt also auch keine Sexbox in der Grundschule. Es gibt keine Sexbox, es gibt keine Dildos hier, obwohl man die bestellen kann. Also das ist in der Tat so. Die kriegt man auch relativ schnell. Mhm. Das, was wir auch gucken müssen, wir müssen auch ein Stück weit darauf reagieren, was kommt von den Kindern. Ja. Ja? Und die Kinder kennen Kondome. Also ja, ich würde jetzt mal sagen, 85% kennen und haben es irgendwo mal am Wegesrand gesehen. Oder also es gibt auch Kinder, die bringen welche mit. Okay. Also ja, also so ist das ungenutzte. Jetzt. Ja. die am Wegesrand eher leider nicht, aber die bringen welche mit. Also mhm. die wissen das schon und dann haben wir auch ein Stück weit eine Pflicht, die Kinder aufzuklären. Und bei uns ist es auch anders. Also gerade was jetzt so Kinder mit muslimischem Hintergrund, da kann es auch schon passieren, dass wir mit den Eltern vereinbaren, dass die Mädchen, also es ist überwiegend die Mädchen, dass die Mädchen nicht dran teilnehmen. Okay. Also das hatte ich jetzt auch in meinem letzten Durchlauf, dass ein Mädchen gesagt hat, nein, und dann war das kein Problem. Also es wird keiner dazu gezwungen. Und, das war ja in dem Film eben gerade auch ein Beitrag, dass man eben verpflichtend an dem Aufklärungsunterricht Kinder teilnehmen lassen muss, ohne die Möglichkeit, sie abzumelden und so. Aber es steht doch, glaube ich, irgendwo im Bildungsplan drin, meine ich, dass es da eine Teilnahmepflicht oder irgendwas gibt in der Regel. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier so sage. Ja? das mag drinstehen. Also es ist jetzt so, dass die Themen, die jetzt von 6- bis 10-Jährigen, also die mich betreffen, die stimmen auch nicht mit den Aussagen, die da getätigt wurden. Ja. Und die Themen sind so, dass ich der Meinung bin, dass jedes Kind daran teilnehmen kann, ohne in irgendeiner Art und Weise verdorben zu werden oder Dinge zu hören, die nachher es durcheinander machen. Mhm. Nein. Definitiv nicht. Ja, du hattest ja gerade schon mal die Themen angesprochen. Genau. Und gerade so dieses Körpergefühl, diese Körperwahrnehmung, die ist so immens wichtig. Und auch dann daraus basieren zu sagen, stopp, dem Gegenüber, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja? Weil jetzt übertrittst du die Privatsphäre, jetzt kommst du meinem Körper zu nah. Das sind die Dinge, die hier vorrangig besprochen werden. Das heißt also, ihr bringt den Kindern im Grunde auch bei, ich meine, ich hoffe, dass das in Kirchheim kein Thema ist, aber Thema Kindesmissbrauch oder ähnliche Geschichten, wo sie also ganz genau sagen, das muss ich nicht über mich ergehen lassen, wenn ich das nicht möchte. Richtig. Oder beziehungsweise ich weiß, wenn er das und das von mir verlangt, dass das nicht in Ordnung ist. Also Grenzen. Ja. Und auch dem Gegenüber Grenzen zu zeigen.
Das kriegen die hier schon mit auf den Weg. Ja. Und dann ist klar, aufgrund der Unterschiedlichkeit Mann-Frau hat man die ganzen Geschlechtsorgane, die auch benannt werden. Und auch da muss man sich so vorstellen. Da war die eine Dame, die gesagt hat, an die Pinnwand alle ekligen Begriffe. Ja. Also Kinder kommen hier mit Begriffen, wo die Eltern nicht glauben, dass ihre Kinder diese Begriffe überhaupt in den Mund nehmen. Mhm. Und das sind überwiegend Kinder, die irgendwelche Geschlechtsteile verunglimpfen. Ja. So. Also es kommt von den Kindern auf. Von den Kindern. Okay. So. Und dann ist ja auch die Frage, ich muss ja irgendwie mit umgehen. Ich kann es ja nicht stehen lassen. Ja. Das geht nicht. Und ich möchte auch nicht, dass die sich so beschimpfen. Mhm. Ja. Und im Gegenteil, ich möchte ja dahingehend kommen, dass sie irgendwann den Respekt davor haben und sagen, okay, ein Penis heißt nicht Pimmel. Fertig aus, sondern das ist ein Penis, das ist einfach so. Und ich sage nicht Muschi, sondern ich sage Scheide. Mhm. Ja? Und da mache ich das schon, oder da machen die Lehrer das manchmal schon so, dass mal gesammelt wird, was die alles für Begriffe kennen, die dieses Geschlechtsteil bezeichnen. Und wenn das die Eltern, also ich wünschte manchmal, dass die Eltern da daneben sitzen und mal zuhören könnten, was ihre Kinder alles schon kennen, woher auch immer. Und dann mache ich das schon so, dass ich die an die Tafel schreibe und sage, stopp, das kennt ihr alles, aber wird durchgestrichen. Manchmal mache ich symbolisch, dann wird es zerknüllt auf einem Zettel. Und ab jetzt möchte ich, wenn wir über diese Geschlechtsteile sprechen, nur noch genau diese Bezeichnung. Um auch diesen Respekt davor, denn diese Umgangssprache heutzutage, sage ich mal, zu jemandem zu sagen, du Muschi, das ist ja so schnell das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja? Und um einfach da wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, das ist was ganz Wertvolles und eben nicht das so zu verunglimpfen. Mhm. Ja. Jetzt könnte man dir ja entgegnen, naja gut, vielleicht mag ein Kind einen Begriff kennen, aber sobald es diesen Begriff im Unterricht nennt, dann kennen ihn ja plötzlich alle. Vielleicht auch die den vorher gar nicht kannten. Und dann findet ja wieder Verderben statt. Die Kinder, die ihn im Klassenraum nicht kennen, kennen ihn über den Schulhof. Dann müssten diese Kinder auch isoliert werden. Es ist nun mal so, dass wir hier in einer Gesellschaft leben, die da eine riesengroße Schere auch in dem Bereich macht. Und ich finde es auch nicht amüsant, wenn meine Tochter nach Hause kommt und ein Wort kennt, wo ich denke, das hat die von niemandem, von seinen Eltern oder der näheren Umgebung. Aber soll ich es dann sagen und stillschweigen oder gehe ich hin als Elternteil und versuche es mit ihm zu sprechen, zu erklären und so weiter. Ja. Und nichts anderes machen wir in der Schule auch. Dann wurde noch in dem Beitrag genannt das Thema Akzeptanz von unterschiedlichen Partnerschaftsmodellen. Ist das in der Grundschule auch schon ein Thema? Nein. Nein, gar nicht? Nein. Okay. Und dadurch, dass wir uns auf die, sag ich mal, das Kinderkriegen beschränken, geht das ja sowieso nur mit Mann und Frau. Ja. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt schon erlebt habe, aber auch nur auf Nachfrage von Kindern war, wahrscheinlich aus dem häuslichen mit künstlicher Befruchtung, aber so Mann-Mann, Frau-Frau kam von den, also das wird mal angesprochen, ja und zu 99% kriegt man auch von den Kindern, also es kommt von den Kindern, nicht dass ein I, ja, aber es wird nie von uns da reingetragen, sondern es ist immer dann, dass wir es aufgreifen von den Kindern. Thema alleinerziehende Elternteile, ist das vielleicht auch noch ein Punkt? Da muss man immer sehr sensibel sein, aber da geht es noch nicht in, also da sind wir schon einen Schritt weiter. In der Sexualkunde bei uns ist ja jetzt eher so Unterschied Mann-Frau und das Kinderkriegen und der Geschlechtsakt im Prinzip, wie passiert das mechanisch? Ja. Ja? Das ist ja sowas, was so zum Thema Familie gehört. Mhm. Ja? Das spielt bei uns jetzt das passt eher so da in einem anderen Bereich eine Rolle. Wenn die Kinder kommen, dann sprechen wir mit denen schon durch, wie sind die und Mama und Papa und da ist nur Mama. Und auch da muss man offen mit umgehen. Und von daher hatte ich das bisher ist da noch nie irgendwie Probleme aufgetaucht. Okay. Es ist diffiziler, wenn eine Trennung während des Schuljahres, während der 4 Schuljahre auf die Kinder zukommt. Dann müssen wir hier eine ganz andere Arbeit leisten, wie wenn das jetzt die Kinder von klein auf gewöhnt sind, dass nur Mama da ist oder nur Papa. Aber wenn dann Trennungen währenddessen passieren, dann sind wir ganz anders da gefordert. Und dann wird es auch sensibler mit Thema Familie. Dann muss man gucken,
dann kann ich die nicht über alles loben und kann sagen, die Familie ist das Höchste, dann habe ich ein Kind da, was heult. Sondern dann muss ich gucken, wie kriege ich das verpackt, dass ich den einen das vermittle, aber das Kind entlasse und sage, du hast doch Mama und Papa, die sind jetzt vielleicht nicht mehr in einem Haus, unter einem Dach, deine Eltern, aber die sind immer noch deine Eltern. Und genauso Mama und Papa wie bei ihm auch. Das heißt also, wenn wir jetzt diese ganzen Ausschnitte mal mit einem Wort aus deiner Sicht zusammenfassen würden, welches Wort würdest du wählen? Die sind schon sehr schräg. Schräg. Sehr schräg, oh ja. Und ich nehme es jetzt mal als Aufhänger hier, das, was ich mich bei diesen ganzen Diskussionen in der Bildung immer frage, ist, was ist deren Sinn und Zweck? Geht es darum, dass es den Kindern besser wird? Geht es darum, politisch aktiv zu werden? Geht es darum, irgendjemandem zu sagen, hier, ich möchte nicht, dass das, was du machst, also dann sollen sie wirklich mal in eine Grundschule gehen und sich das angucken und nicht ein Video, ein gestelltes Video machen, wie zum Schluss, sondern dann sollen sie sagen, und auch nicht, ich höre mir mal die Meinung von einem Fünftklässler an, sondern dann sagen, komm her, ich lade mich mal in der Grundschule ein und gucke mal. Du hast ja auch jetzt, ich meine, du bist ja auch schon an ein paar Schulen gewesen, du hast ja auch an anderen Schulen nichts anderes kennengelernt. Nein. Weil hier wurden ja teilweise Beispiele genannt. Das wäre, wenn man das alles so glauben würde, das wäre ja tatsächlich haaresträubend, wahrscheinlich auch für dich. Ja, also dann müsste ich auch als Schulleiter in irgendeiner Art und Weise tätig werden und mich mit dem Lehrer auseinandersetzen, was der sich dabei gedacht hat. Also zusammenfassend können wir sagen, wir brauchen uns keine Angst zu machen, dass die Kinder in Kirchhain früh sexualisiert werden. Nein, auf keinen Fall. Jedenfalls nicht in der Schule. Okay, dann kommen wir zum letzten Part. Da haben wir die Nutzerfragen. Wir hatten ja, da will ich auch noch mal so ein bisschen die Nutzerfragen zusammenfassen, die ich in dem Interview mit dem Matthias Bosser hatte. Da hatten wir zum Beispiel das Thema Schulsanitätsdienst benannt. Haben wir auch erklärt in dem anderen Video, was das ist. Das sagt ihr wahrscheinlich auch was. Ja. Wie ist das hier an der Grundschule? Also wir haben keinen Schulsanitätsdienst. Mhm. Wir haben einen sogenannten Buddy-Dienst. Buddy-Dienst oder Dienst ist vielleicht das Verkehrte, aber wir haben die Buddies. Das ist ein Programm, wo Kinder eine Warnweste anziehen und andere Kinder, die geärgert wurden oder irgendwas auffallen ist, zu den Kindern hinkommen können, das wie ein Hilfs-Sheriff ihn melden können. Tutor. Genau, also der einfach, weil wir haben hier 4 Aufsichten und mit den 4 Aufsichten, selbst wenn wir 20 hätten, wir würden nicht alles überblicken können und die helfen quasi dann den Lehrkräften und auf der einen Seite mal ein bisschen zu gucken und auf der anderen Seite sind sie Ansprechpartner für Kinder, die vielleicht jetzt nicht gleich den Mut haben, zum Lehrer zu gehen. Und wir haben jetzt erst, deswegen ganz interessant, jetzt in unserer Ferienkonferenz darüber gesprochen, dass ja nicht jeder Lehrer einen Kühlakku holen muss, dass nicht jeder Lehrer das Pflaster setzen muss, sondern dass man ja auch gucken kann, ob man schon in irgendeiner Art und Weise Kinder mit einspannt. Und werden jetzt diesen Buddies dann auch ein Stück weit mit anleiten und sagen, okay, wenn es jetzt Kleinigkeiten sind, wo ihr das Gefühl habt, ey, ich kann ins Sekretariat gehen, kann Pflaster holen, das kann ich mit dem alleine machen, dann sind die dafür verantwortlich. Mhm. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, ist unser umfänglicher Sanitätsdienst aus meiner Sicht für die, also gerade mal vielleicht für einen 10-Jährigen, da kann man vielleicht mit starten, aber für einen 8-Jährigen ist eine Überforderung. Wie ist das ansonsten, wenn es jetzt mal zu Notfallsituationen kommt, sag ich mal, ich kann mich erinnern an meine Zeit, da wird dem einen Kind das Bein gestellt und dann fällt es hin und der Zahn ist ausgeschlagen oder solche Geschichten. Also wir haben in dem letzten Halbjahr viel Schlimmere. Also wir hatten, wir hatten in der Zirkuswoche eine Platzwunde am Kopf, wir hatten in der Zirkuswoche einen ganz komplizierten Armbruch und wir hatten auch in der letzten Schulwoche noch einen komplizierten Armbruch. Also im Prinzip ist es so, dass die Lehrer alle Ersthelferausbildung haben. Ah ja. Ja, das müssen die sein, weil müssen die haben oder verkehrt. Die Sportlehrer müssen eine Ersthelferausbildung haben und wir haben es aber gemacht, dass alle Lehrkräfte eine Ersthelfer, weil man immer mal draußen auf dem Schulhof ist und dann Ersthelfer ist. Ja. Ja? Und mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit Zertifikat und so weiter, was auch immer alle 5 Jahre aufgefrischt werden muss. Und dann geht das ganz normal. Dann geht das, der Ersthelfer, der bringt das Kind zum Sekretariat, da wird entschieden, ganz schnell, Notarzt ja oder nein, dann im Anschluss Eltern und dann wird geguckt, dass die Kinder bestmöglichst versorgt werden. Mittlerweile ist es so, dass Taxiunternehmen unentgeltlich die Kinder
oder für uns als Schule und die Kinder unentgeltlich zum Arzt fahren. Wir müssen halt immer gucken, dass wir gerade bei den kleinen Personen mitschicken. Ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich 16, 17 bin, kann ich vielleicht alleine noch da fahren, wenn es nicht so schlimm ist, aber bei den kleinen Kindern muss die Lehrkraft mit. Wir sprechen es aber, wenn es möglich ist und zeitlich erlaubt, oder auch da, dass nicht zu viel Zeit kostet, sprechen wir es mit den Eltern ab. Okay, dann kommen wir mal zu einer Frage. War leider die einzige. Ich hoffe, dass wir da bei anderen Interviews in Zukunft ein paar mehr Nutzerfragen von euch bekommen, weil ich denke, da hat auch jeder seinen ganz eigenen Bereich, wo man mal einfach nachfragen möchte. Und Melanie Peter hat ein Thema angesprochen, was ich jetzt bisher bewusst auch mal ausgeklammert habe, damit wir jetzt darüber sprechen können. Und zwar, ich finde das Thema Ganztagsschule sehr spannend. Aber was soll das, dass sie in Kirchheim nur 3 Tage die Woche stattfindet? Wie soll ich das denn mit dem Arbeitgeber in Einklang bringen? Ich freue mich schon riesig auf die Interviews. Dieser Prozess, der jetzt gestartet ist in der Umsetzung, läuft ja an der Schule schon 3 Jahre. Ja. Und man kann nicht sagen, so, ich bin jetzt ab morgen Ganztagsschule und unterrichte bis 15 Uhr. Mhm. Erstens sind wir in der Grundschule, das sage ich ganz klipp und klar, persönlich hat ein Fachunterricht nachmittags nicht stattzufinden. Ja, also das würde ich als Schulleiter schon gar nicht befürworten. Und ich muss gucken, wie kann ich dieses Thema Ganztag Stück für Stück, Schritt für Schritt angehen. Weil ich kann es alleine nicht stemmen, das heißt, ich brauche das hessische Kultusministerium mit Ressourcen und ich brauche den Schulträger mit Ressourcen. Mhm. Und da kommen wir zu dem genau entscheidenden Knackpunkt. Die bieten verschiedene Profile an, um diesen Einstieg zu machen. Ja. Das heißt, es gibt ein Profil 1, es gibt ein Profil 2 und es gibt ein Profil 3 und es gibt mittlerweile den Pakt für den Nachmittag. Okay, da können wir doch mal ausgiebig erstmal darüber reden, was ist was. Also, wir fangen an mit dem Einfachen, das ist der Pakt für den Nachmittag. Mhm. Der Pakt für den Nachmittag sieht vor, dass die Schule bis 17 Uhr besetzt ist, sprich mit AGs, mit Hausaufgabenbetreuung, mit allem, dass die Kinder, alle Kinder bis 17 Uhr da bleiben können. Mhm. Es wird dann keine offizielle Betreuung mehr geben, wie das jetzt der Fall ist, vom Landkreis, sondern die ist damit integriert. Das heißt, Schule mit Betreuung arbeitet Hand in Hand von morgens 1. Stunde bis 17 Uhr. Mhm. Das ist der Pakt. Wer den Pakt haben möchte, da muss der Schulträger auch in diesem Pakt drin sein. Unser Schulträger ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf, ist momentan noch nicht im Pakt für den Nachmittag. Mhm. Also können wir als Schule den noch nicht machen. Okay. Aber das ist zumindest nur der Vollständigkeit halber, so würde der Pakt aussehen. Mhm. Dann gibt es das Profil 1. Das Profil 1 ist so, dass wir die Vorgabe haben, an mindestens 3 Tagen bis 14.30 Uhr den Kindern eine Betreuung zu ermöglichen. Das heißt, sie kriegen hier ein Mittagessen, es werden die Hausaufgaben gemacht und es wird ein AG-Angebot geschaltet, wenn es in den Zeitrahmen bis 14.30 Uhr passt. Ja. Und in diesem Profil befinden wir uns. Das heißt, im Umkehrschluss, dass Frau Peter recht hat, wir bieten es nur 3 Tage an. Das liegt aber daran, dass wir jetzt mit das erste Profil einfach mal angefangen haben. Mhm. Das heißt nicht, dass auf Dauer in den nächsten 5 Jahren wir bei diesem Profil stehen bleiben oder bei diesem Profil mit nur 3 Tagen. Ja, ich kann also von Jahr zu Jahr entscheiden, möchte ich Profil 1 erweitern, möchte ich in Profil 2 gehen, dann habe ich schon verpflichtende Nachmittage. Dann bedeutet das aber auch ein Stück weit, dass Kinder da bleiben müssen und im Grundschulbereich habe ich das bisher noch nicht gesehen und würde das auch jetzt nicht bevorzugen. Also das wäre nicht meins. Für mich ist im Prinzip und für uns als Grundschule Kirchheim gibt es 2 Möglichkeiten. Wir bauen das Profil 1 aus oder gehen irgendwann in den Pakt. Mhm. Das sind die 2 Möglichkeiten. Wir sind jetzt gestartet. Wir müssen gucken, wie es anläuft. Wenn ich die Resonanz jetzt sehe, waren wir vor den Ferien bei Anmeldeschluss noch nicht ausgelastet. Ja. Jetzt kommen das Stück für Stück, kommen Eltern noch nach und melden nach, sodass wir vielleicht in 2 Wochen ausgelastet sind und dann gucken müssen, wie wir nächstes Jahr erweitern. Aber um solche Fälle abzudecken, die 5 Tage Betreuung notwendig haben, die verlässliche Betreuung brauchen, müssen sie nach wie vor in der Betreuung vom Landkreis angemeldet werden. Und das ist das, was für Eltern auch schwer zu verstehen ist, dass man 2 Systeme
parallel laufen hat. Man hat die Betreuung vom Landkreis, wo man bezahlen muss nachmittags, wo aber auch eine Verlässlichkeit gewährleistet ist. Und man hat das Ganztagsprofil 1, wo man 3 Tage bis 15 Uhr hat, aber auch keine Gewährleistung, dass wenn man AG-Leiter krank ist, die nicht ausfällt. Mhm. Und das ist dann nochmal diese Abstufung. Ziel ist es, irgendwann hinzukommen, das Ganze natürlich von Montag bis Freitag anzubieten. Ziel ist es, hinzukommen, nicht nur für 3, 4 und auch 1, 2, aber das ist ein Prozess, der dauert seine Jahre. Das ist kein Prozess, der innerhalb einem Jahr abgeschlossen ist. Gibt es noch Samstagsschule? Nein. Gibt es nicht. Also Okay. Ich wüsste jetzt keine. Ich kenne sie auch noch. Ja. Ich habe auch noch Mathe, Deutsch, Samstags in der Doppelstunde gehabt. Bin dann sogar noch übergegangen auf 2-wöchig Samstagunterricht, bis es dann ganz abgeschafft wurde. Okay. Nein. Ja, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, also kostenmäßig, mit was muss man da so rechnen, wenn man das jetzt mit dem Landkreis zum Beispiel macht? Also da würde ich jetzt falsche Zahlen sagen. Wo kann man sich drüber informieren? Genau, da verweise ich jetzt auf unsere Homepage. Ja. Und auf unsere Homepage, weil da gibt es verschiedene Tarife. Mhm. Da gibt es, es gibt einen 14-Uhr-Tarif, es gibt einen 15-Uhr-Tarif. Man kann von 15 bis 17 Uhr bei der Stadt noch obendrauf was buchen. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex. Ja. Es gibt eine Frühbetreuung, die auch nochmal Geld kostet. Also wer jetzt wirklich da genauere Zahlen haben möchte, der kann auf unserer Homepage nachgucken. Da ist das aufgegliedert nach Tarif. Also ihr arbeitet da auch mit der Stadt zusammen, mit dem Magistrat in irgendeiner Weise? Jein, also Zusammenarbeit ist jetzt vielleicht zu viel. Aber es ist schon so, dass wir gemeinsam geguckt haben, was ist der Bedarf bei den Eltern. Der Bedarf bei den Eltern ist teilweise bis 17 Uhr eine Betreuung und nicht nur bis 15. Mhm. Der Landkreis macht aber nur bis 15 Uhr. Und dann hat die Stadt einfach gesagt, okay, diese 2 Stunden legen wir oben drauf. Ja. Ansonsten gibt es sonst noch irgendwo Berührungspunkte mit dem Magistrat und der Schule oder der Grundschule zusammen? Jetzt vornehmlich eher so an organisatorischen Dingen, wie jetzt die Eltern bestimmt gemerkt haben, die auswärtige Kinder haben. Wir haben mit der Stadt gemeinsam die Bushaltestelle umgelegt. Mhm. Wir haben bei den ganzen Ortsbegehungen, bei den Verkehrssichtungen waren wir mit dabei und haben gesagt, wo wir gerne noch einen Zebrastreifen haben möchten, wo wir es für sinnvoll erachten. Manches ist aufgenommen worden, wie so viel wie bei allem, und manches hat man halt nicht gemacht. Ja, da war ja hier vorne der Kreisel, glaube ich, auch mal im Gespräch. Dass da ein ordentlicher Fußübergänger oder für die Kinder was ist, die zur Schule gehen, das ist, hat nicht so Gehör gefunden. Ja. Jetzt den Wechsel der Bushaltestelle umso mehr. So ist man im Gespräch. Ich bin mit dem Herr Hausmann immer mal wieder im Kontakt, um uns abzugleichen. Und es ist auch so, dass der Magistrat mal fragt, können wir noch was tun? Oder wo sieht die Schule vielleicht noch die Möglichkeit, dass wir uns als Magistrat einbringen können? Ja. Ich sage jetzt mal Flüchtlingshilfe, JUKUZ und so weiter. Und da ist ja jetzt die Frau Balzer eingesetzt, die so als Bindeglied ist, wo man einfach gucken muss, wie ist da eine Zusammenarbeit? Wenn ich jetzt die Kindertagesstätten unter den Magistrat führen würde, was ja letzten Endes auch so ist, da ist eine ganz enge Absprache. Jetzt habe ich mal eine persönliche Nutzerfrage. Werde ich mal, da ja so wenig kam, werde ich das selber mal missbrauchen. Und zwar haben wir hier ein Freibad in Kirchhain. Ja. Kriegst du da als Schulleiter mit, was die Kinder über das Thema Freibad so sagen, wie sie das Freibad in Kirchhain finden oder was man da besser machen könnte? Nein. Gar nicht. Das ist schade. Das Einzige, was ich mitkriege, ist, wenn sie da waren. Okay. Ja, das kriege ich erzählt. Oder wenn jetzt gerade die Sommerferien, dass viele ganz oft da waren. Aber nicht, aber das wäre für die Betreiber mit Sicherheit möglich, zu gucken, hier mal nachzufragen, was es für Möglichkeiten gäbe, das zu verbessern. Geht ihr eigentlich von der Grundschule aus ab und zu mal in die Bäder? Ab und zu nicht. Ob es jetzt hier das Hallenbad ist oder das Freibad? Regelmäßig. Ja? Auch da kriegen wir in Absprache mit der AWS und der Bädergesellschaft 2 Schwimmzeiten, a 2 Stunden, sodass immer ein Jahrgang schwimmen geht. Also jetzt aktuell gehen die 4. Klassen schwimmen und im 2. Halbjahr dann die 3. und so wird immer abgewechselt. Mhm. Okay. Das machen wir eigentlich jetzt schon. Auch da ist die Frage immer, also das würde fast schon zur Sexualkunde wieder passen,
das sieht man dann auch, wer freizügig zu Hause erzogen wird und dann im Bikini schon im dritten Schuljahr kommt und wer dann, ja genau, und wer dann letzten Konsequenz den Badeanzug hat. Und auch da müssen wir Abmeldungen hinnehmen bei Kindern, bei manchen Mädchen, die muslimischen Glaubens sind, wo das nicht so gewollt ist. Und auch da lernen wir mit umzugehen und das zu handhaben. Mhm. Ja. Ja, ich bin am Ende. Ja? Das war ein tolles Gespräch aus meiner Sicht. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Und wie immer möchte ich natürlich am Ende auch ganz gerne nochmal eine kleine Abstimmung reinschieben bei der ganzen Geschichte. Also fühlt euch angesprochen, liebe Eltern, liebe, auch liebe Kinder, denn diesmal könnt ihr die Schulnoten vergeben. Leider nur aufgrund, weil das YouTube nicht anders zulässt. Die schlechteste Note ist in diesem Fall die 5. Okay. Also, wie findet ihr Mario Michel in seiner Funktion als Schulleiter? Macht er also einen sehr guten Job bis hin zu einem mangelhaften Job? Und dann sind wir, glaube ich, beide mal gespannt, wie es ausgeht. Natürlich bin ich gespannt. Ja. Also, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Sehr, ich hoffe, sehr es hat dir Spaß gemacht. Total. Und ja, vor allem, dass du dir auch die ganze Zeit genommen hast. Und das lässt sich mit Sicherheit mit einem gewissen Abstand mal wiederholen. Bin ich sicher. Und wenn irgendwelche Neuerungen sind oder irgendwelche Dinge geschehen, wir wieder Aktionen mit der Schule haben, dann hoffe ich, dass du da am Start bist und da genauso drüber berichtest wie in der Zirkuswoche oder bei der Zirkuswoche auch. Ist natürlich auch mit zeitlichem Aufwand verbunden, deswegen muss ich gucken, wie ich das dann zeitlich einrichte. Aber was auf jeden Fall natürlich immer möglich ist, das ist, ihr könnt uns ja im Vorfeld informieren, wenn ihr eine Veranstaltung habt. Richtig. Liegt dieses Jahr noch irgendwas Größeres an bei dieses euch? Dieses Jahr, durch dieses Zirkusprojekt sind wir jetzt mal Piano. Jetzt, ja, genau, jetzt erstmal wieder unterrichten, so nach dem Motto. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Ich in Kirchhain oder einer anderen Folge vom Lokalblog. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.